Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Oxygen Not Included. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich mach mal, was denen ist heiß. Warum auch immer, okay. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Unterbrochen worden. Wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir hier unserer Sauerstoffproduktion immer schön im Plus bleibt. Damit das hier alles mal ein bisschen blauer wird. Ich habe halt die Hoffnung, wenn die nachher auch ein bisschen schlafen, dann verbrauchen die, glaube ich, auch weniger Sauerstoff, dass es dann nochmal ein bisschen nach oben geht über Nacht. Solange wir, sagen wir mal, über 2000 Algen sind, ist alles noch okayisch. Danach wird es ein bisschen kritischer. Und jetzt versuchen wir mal, machen wir mal den Test. Ich habe es ja vorhin gesagt, wenn wir die jetzt auffischen, dann müssten die hier eigentlich so eine Flaschen übrig bleiben und das Wasser verschwindet nicht einfach. Gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auch schön uns immer die Hände waschen. Das eine Waschbecken ist schon fast voll mit dreckigem Wasser. Da müssen wir jetzt unbedingt das hier noch fertig kriegen. So, hier müsste man es jetzt eigentlich sehen. Ja, hier kommen die ganzen Flaschen jetzt hin. Also das Wasser wird jetzt so gesehen nicht mehr verschwendet, sondern die benutzen scheinbar gleich und machen hier die Pflanzen und die Algen. Die benötigt Nahrungsquelle. Ja, das wäre auf jeden Fall mal nicht verkehrt. Aber erstmal benötige ich. Noch so eine Forschungsstation. Quatsch. Supercomputer. Wir sind mit der Forschung gleich durch. Essen haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Das sollte, denke ich, noch ein paar Zyklen reichen. So schön wäre jetzt, wenn er das hier mal fertig kriegt. Oh, Priorität 6. Schon das Kohlendioxid, alles weg. Sind wir immer noch im Plus hier? 21 sogar, sehr schön. Ich würde interessieren, ob die hier auch Sauerstoff verbrauchen. Das wäre ja mal interessant. Dass, wenn man den jetzt killt, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, dass man dann weniger Sauerstoff verbraucht. Wer es weiß, bitte gerne in die Kommentare. Danke. Also wir haben es. Nur beim Aufräumen. Alle. Verschmutztes Wasser. Es müsste eigentlich klappen. Ich hoffe. Schön viel Kupfererz. Ja, hier sieht man schon, alles verschmutzt. Boah, der Dünger hat ja auch richtig viel. Okay. Was auch schlimm ist, ist verschmutzter Sauerstoff, der leitet die ganze Kacke immer noch schön weiter. Also verschmutzter Sauerstoff, irgendwo stand es hier. Oder geht immer nach oben. Ich glaube, es ist ein Bug. Also überlebt in verschmutzter Erde, aber verteilt sich. Ey. Ne, ist ein Bug. Er geht immer wieder hoch, alles klar. Aber es verteilt sich halt besser in verschmutzter Luft. Deswegen sollte man immer schön versuchen, den Sauerstoff schön reinzuhalten. Dann können wir nachher noch hier diesen Lufterfrischer bauen. So, Forschung ist abgeschlossen.
Jetzt wird's interessant. Am besten, ich brauche wirklich erstmal was zum Kochen und einen Kühlschrank. Musik. So, machen wir hier noch ein. Das ist cool. Das ist cool. Ventilatoren brauchen wir nicht. Oh. Ein Desk. Office Desk decorated with several personal belongings and barely functional computer. Okay. There's a chair attached to the device room. Aha, ist ja interessant. Ja, das wird noch lustig. Mal gucken, ob wir da einen reinschicken müssen. Hauptsache, dem passiert nichts. Ja, es wird schon besser, die Luft. Sehr schön. Algen kriegen wir trotzdem noch dazu. Das ist auch gut. Die haben wir ja noch ein bisschen was rumliegen. Also so gefällt es mir noch erstmal. Jetzt müssen wir, wie gesagt, hier erstmal Einstellung kopieren. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ums Dekor kümmern, weil der Stress steigt doch langsam schon an. Deswegen mache ich mal jetzt nichts Neues ins Queue, außer Forschung. Und dann räumen die anderen erstmal eine Runde auf. Ich verstehe nicht, warum die hier diesen Balken kriegen. Wenig Sauerstoff. Okay, niedrige Konzentration. Okay. Ah, das hier unten ist blöd. Ist gut, wenn das Wasser noch ein bisschen weiter doch runter geht. Verschmutzter Sauerstoff. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegen. Das gefällt mir hier noch gar nicht. Ja, theoretisch, solange wir immer noch ein Plus erzeugen im Sauerstoff, müsste das eigentlich immer weiter nach unten gehen hier. Die ausreichende Konzentration, hoffe ich. Es fliegt natürlich immer erst nach oben. Könnte es hier auch erstmal zumachen. Das ist auch eine Idee. Dass hier einfach erstmal der Sauerstoff aufgefüllt wird. Ja, 21 Gramm. Ja, obwohl es eigentlich steigt. Dabei bin. Die können ja trotzdem noch da durchlaufen, aber es wäre jetzt erstmal gut, wenn wir das andere da hinkriegen. Temperaturveränderung brauchen wir nicht. Hygiene. Ich brauche diesen Lufterfrischer. Das brauchen wir nicht. Ja, ich mache erstmal Hygiene. So, und dann müssen wir uns jetzt wirklich um Dekor kümmern. Ja, Stresslevel steigt. Vielleicht machen wir auch hier unser erstes Schlafkämmerchen hin. Und das ist auch schön weit oben. Hier ist eine hohe Konzentration an Sauerstoff. Ja, ich denke mal. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Was wir aber trotzdem erstmal noch machen, ist jetzt hier erstmal provisorisch
den Kühlschrank hinstellen. Deswegen ist unser Essen nicht verdirbt. Das wäre jetzt noch mal ganz schnell wichtig. Ah, hier, die brauchen Licht. Oh, hier ist Körpertemperatur. Vor allem Körpertemperatur. Hier müssen wir jetzt eine 10 oder 9 machen. Und hier ist normal. Algen sind wir immer noch über 2000, alles gut. So, das Essen ist gekühlt. Jetzt würde ich ja mal sagen, lass ich die erstmal aufräumen. Das ist jetzt natürlich wegen dem Strom blöd. Es wird schon mehr. Sehr schön. Dünger. Du musst ja jetzt nicht ewig hier rennen, oder? Vielleicht lasse ich die Forschung dann auch erstmal sein. Ja. Wir machen jetzt sogar ziemlich viel plus. Was ich auch versuchen könnte, wäre diesen Leuchtkäfer in meine Base kriegen. Das wäre noch eine Idee. Wir versuchen es einfach mal. Weil dann kann der hier meine Algenterrarien immer so beleuchten, je nachdem, wo er halt lang fliegt. Und dann verbessern die ihres erzeugtes Sauerstoff. Oder vielleicht bleibt er auch hier bei denen und kann die hier bestrahlen. So, aber der Stress ist doch immer noch ziemlich hoch. Jetzt müssen wir doch langsam mal aufräumen. Forschung ist fast fertig, die lasse ich denn auch. Nice. So, verschmutzten Sauerstoff haben wir ja hier eigentlich nicht. Räumt doch einfach mal bitte auf, aber die kommen wieder mit diesen Algenterrarien scheinbar nicht klar. Ich guck mal, was der Käfer jetzt macht. Bin mal gespannt. Noch ein bisschen beeilen, weil der Stresslevel steigt. Echt alles zu gekeimt. Das hier wird auch immer voller. Da bin ich mal gespannt, wann das erste Mal kommt, dass die das hier ablassen. Ich hoffe, ich krieg's mit. So, hier seht ihr es jetzt. Erzeugter Sauerstoff ist hier 44. Und der hier macht nur 40. Einfach nur, weil der hier mit Licht bestrahlt wird. Jetzt müsste er hier eigentlich, ja, bei 44 sein. Ja, ist nur minimal, je nachdem, wo sie halt lang fliegt. Aber immerhin. Die hier müsste auch 44 machen. Ja. Das Ding hier erzeugt auch ein bisschen Licht. Aber ist auch nicht schlecht. Und wir haben gleichzeitig erhöht es, glaube ich, auch den Dekor. Mal, wo die lang fliegt. Also, jetzt bitte mal aufräumen. Sehr gut, sehr gut.
Vielleicht wirklich erstmal hier zuerst. Dann hier immer erst da machen, wo sie auch am meisten immer langlaufen. Dann ist das immer ganz gut. Gerade hier der Schlafplatz, der ist eigentlich am wichtigsten. Können wir uns einen neuen Dupe erlauben? Also der fällt auf jeden Fall raus. Schön athletisch ist er, aber plus 25 Dekor. Mäh. Schnarcher ist doof. Der kann ich bauen und der kann ich graben. Ach du Scheiße. Super schlecht. So, wir bräuchten dann aber doch irgendwann mal eine Nahrungsquelle. Dekor steigt. Kunst, okay. So, machen wir mal sowas hier überall hin. Ja, also wie gesagt, die Aufräumaktion muss leider sein. Ist jetzt hier erstmal ein bisschen langweilig. Hier das noch schnell wegmachen. Wir müssen den Stresslevel hier noch ein bisschen runterkriegen. Hier ist immer noch ein bisschen Kohlendioxid. Ja, aber es reicht. Es geht, es geht. Also ich glaube, mindestens drei Waschbecken am Anfang müssen sein, ansonsten wäre das jetzt wahrscheinlich schon auf jeden Fall in meiner Base. Und auch nie mehr Toiletten als Waschbecken bauen. Weil wenn dann doch mal irgendwie drei oder vier Leute gleichzeitig auf Klo sind und ihr habt aber nur drei Waschbecken, dann rennt der eine, ohne sich die Hände zu waschen, einfach in eure Base und dann verteilt er überall schön die Keime. Ist immer schön zu sehen, wie das Dekor hier immer schön weiter sich ausbreitet. Das Grüne, auch hier sieht man es auch bei ihr. Also Licht bringt auch positive Dekorpunkte. Jetzt machen wir überall mal die Skulpturen. Wir haben, wie gesagt, wirklich nur einen, der Kunst macht, ja. Weiß nicht, ob es auch andere Skulpturen gibt, habe ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall sollte es andere Bilder geben. Die sind auch recht lustig. Habe ich zumindest, wie gesagt, in dem Stream gesehen. So, essen sollten wir aber trotzdem mal langsam. Wir können ja mal die ernten. Schön wäre es, wenn wir es aber noch kochen könnten. Überlegen, ob ich erstmal den hier mit hinsetze. Der wird dann nachher noch ordentlich weggemacht, woanders hin. Das hier oben lasse ich noch, das hier lasse ich auch noch. Das ist eigentlich nur die Ellie, die ein bisschen zu viel Stress hat.
Naja, die ist auf jeden Fall nicht neu, die Skulptur. Wir machen auf jeden Fall immer noch Plus und es wird auch hier schon immer besser. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, dass das hier abgetrennt ist. Wir machen die erstmal weg. Kling, kling, kling. So, und kochen haben wir auch nur die eine drin. Sehr gut. So, hier Priorität kann man jetzt auch mit den Nummerntasten verändern. Das ist auch ganz coole Änderung. Muss man da nicht immer hier wieder runter hovern. So, zack. Und wir machen bitte das Läusebrot kontinuierlich. Ressource, das ist okay. So, wenn ihr jetzt das hier wenigstens mal noch aufräumen könntet, bitte. Danke. Ist jetzt schon wieder auf 17 runter, die anderen sind bei 0, das ist okay. Immer noch plus Sauerstoff, sogar ziemlich viel. Holy shit. Und während ich hier aufnehme, kriege ich sogar gerade einen Kommentar, der gar nicht so doof ist. Ein Waschbecken beim Schmutzwasserablass. Weil hier könnten sie sich ja auch mit den Keimen vollhauen. Das ist wirklich gar nicht so bad. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Quatsch. Was ist denn das? Medizin ist das genau. Dass das sogar Sinn machen könnte. Ich will es gar nicht erst dazu kommen lassen. Aber vielen Dank an Sonja K. Gerade während der Aufnahme gelesen. Und ich werde es gleich mal umsetzen. Weil es ist hier gleich voll. Die hätten es wahrscheinlich gleich gemacht. Ich mach mal die Priorität auf 9, bitte. Danke. So, Dekor ist schon ein bisschen besser, aber. Ja. Ich hoffe, die infizieren sich aber nicht, wenn sie es einfach schon nehmen und hier runterbringen. Das wäre ja ein bisschen blöd. Hier wird auch nichts angezeigt, dass es verschmutzt ist. Mal gucken. So, dann können wir jetzt aber auf jeden Fall die Forschung mal weitermachen. Wir bräuchten Filtration, Wasserreiniger. Wollen wir gleich mal einen Kohlegenerator machen? Also Thermo brauche ich gar nicht, Druckkontrolle auch nicht. Ich mache mal Verbrennung. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt doch langsam mal um, wo wir hier überall noch ziemlich viel. Mich da runter. Ich könnte hier auf jeden Fall sanitär. Und hier auch mal einen hinmachen.
kommen die denn noch hier ran? Ja, genau. Einfach schön weiter aufräumen, bitte. Danke. So, wenn er das auch noch aufräumt, dann ist das hier hinten... Oh. Das hier wird jetzt auch ziemlich schwer. Die sind alle 3 Einheiten hoch vom Bauen her. Das neue Klo ist auch 3 Einheiten hoch. Das bedeutet aber, ich kann hier kein Bild mehr hinmachen. Das heißt, hier jetzt positives Dekor hinbringen. Ich habe eigentlich schon ein zu wenig Platz gelassen, sehe ich gerade. Ich könnte jetzt hier noch ein Bild hinmachen. Einfach damit hier einfach das Dekor noch ein bisschen besser wird, wenn die hier auf Klo sitzen. Weil ich glaube nicht, dass das hier was ausschlaggebend sowas ist, dass das hier weg ist. Aufräumen. Oh, sie haben es jetzt geleert. Oh. Sag bitte nicht jetzt. Oh nein, verdammt. Oh, und hier ist schon alles voll. Alles klar, warte mal. Hä? Warum? Das ist interessant. Ich werde mal bei Medizin. Okay, die machen halt die Flasche da rein und jetzt tropft die ganze Suppe hier runter. Das klappt zumindest schon mal, aber dass der sich nicht die Hände gewaschen hat. Und ich glaube nämlich, das, was ich hier aufgeräumt habe, da war jetzt der Fehler bei mir. Das hat sich jetzt hier schön rein verteilt. Und... Oh, das macht es wirklich echt ein bisschen... Was ich jetzt noch machen kann, ist hier noch einen hinbauen. Aber theoretisch ist es jetzt eigentlich schon... fast zu spät. Ich meine, die gehen runter. Ja, das Aufräumen, daran habe ich echt nicht gedacht. Holy shit. Jetzt hier wird schon alles voll hier, die Leitern. Das Ding ist auch schon voll. Und wenn ich Pech habe, wird dann das Wasser hier auch verschmutzt. Na, wir machen mal einfach weiter, wir gucken mal. Wäre ja auch zu schön, wenn es zu leicht gewesen wäre. Und was wir aber auch mal machen können, ist hier einen Lufterfrischer hinmachen. Weil jetzt wird ja hier das ganze verschmutzte Luft wird ja jetzt hier raufsteigen. Dann können wir es hier unten gleich in Sauerstoff umwandeln. Es wird weniger. Der Sand und Sandstein. Ich hätte theoretisch, ist jetzt die Frage, kann man einstellen... Theoretisch müsste man hier einstellen können, dass man verschmutzte Sachen in einen extra Behälter macht. Das wäre noch eigentlich ganz cool, weil dann hätte ich jetzt so gemacht, hätte ich hier noch einen Behälter hingestellt, wo sie alle die Sachen, die hier rausploppen, hier hinsetzen. Weil der Dünger, den die hier rausholen, der wird wahrscheinlich auch verkeimt sein. Und die machen den ja hier rein und somit habe ich die Keime hier mittendrin. Das reicht nicht, dass er die... Kann ich das sauber machen? Einstellung kopieren, deaktivieren. Wir könnten es einfach desinfizieren, das würde gehen. Die Leiter eigentlich auch. Okay, wir machen es mal so, mal gucken, was er macht. Gibt ja hier diesen neuen... Ah, macht er nicht. Er macht nur... Okay, mal gucken, was sie hier machen. Ich meine, solange es noch nicht im Essen drin ist,
Ist alles okayisch. Aber es dauert natürlich ewig Zeit hier. Wie soll das jetzt hier entkeimen? Und irgendwas war gerade. Das entkeimen sie jetzt auch, okay. Also entweder die sind nicht infiziert genug oder... Okay, interessant, interessant. Das hat jetzt ganz schön lange aufgehalten. Und ich weiß nicht, ob das Waschbecken jetzt überhaupt noch Sinn macht. Zumindest sind sie jetzt mit dem Aufräumen erstmal fast durch. So, Dekor ist so lala, muss ich sagen. Forschung ist dabei. Aber jetzt müssen wir mal langsam hier zur Potte kommen. Das war hier mal. Machen wir das mal so. Mach ich mal hier Skulptur hin. Hier Vasen. Dann haben wir das soweit. Oh, hier. Jetzt ist alles schön. Perfekt. Algen sind wir aber jetzt bei fast 2000 nur noch. Eieiei. Es ist also doch wieder runtergesappt. Da müssen wir uns jetzt mal einen Plan machen. So, wir werden jetzt hier aber erstmal gleich einen Cut reinmachen. Ja, brauche ich das jetzt hier eigentlich noch? Bau abbrechen? Eigentlich ja nicht. Ich hoffe zumindest. Keime sind hier noch da. Das mache ich ja auf jeden Fall aber noch. Forschung lasse ich erstmal sein. Ich mache denn jetzt hier erstmal einen Cut rein. Für die nächste Folge sieht es erstmal folgendermaßen aus. Wir müssen uns jetzt doch ganz schön schnell um Essen kümmern. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal einen ganz normalen Acker hier hinbauen. Einfach, dass wir wenigstens erstmal irgendwas hier anpflanzen. Ganz schnell, theoretisch einen Dupe könnte ich kriegen. Der hat nochmal Lernen. Kochen haben wir. Graben wäre cool. Der hat aber zu viel Dings. Also wenn, dann würde ich wenn dann ihn hier nehmen. Der ist auch ein schneller Lerner. Ja, dann machen wir das erstmal so. Hier ist unser Essen. Wir haben ein bisschen Dünger, haben wir auch schon. Aber nicht so viel. Da müssen wir uns hier noch ein bisschen was wegknabbern. Forschung lassen wir jetzt erstmal, damit die hier erstmal klarkommen. Aber ganz wichtig noch, nicht kochen, keine Kunst, keine Forschung. Obwohl doch Forschung 5. Dann können sie es zu zweit machen, das ist okay. Eieiei, wir haben es gerade noch so geschafft. Also wir haben ein bisschen Keime hier drin. Und ich hoffe, wir kriegen die irgendwie noch weg, dass die sich hier das nicht weiter verteilen. Aber hier sind auch ein bisschen Keime noch dran. Also es ist nicht einfach, das unter Kontrolle zu halten. So, dann machen wir so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Immer schön weiter die Kommentare reinbringen. Das war ein sehr, sehr guter Kommentar von der Sonja K. Vielen, vielen Dank dafür. Mitten in der Aufnahme gesehen. Ansonsten würde ich mich wirklich über sehr, sehr viele Likes freuen. Und ich hoffe, ihr seid weiter bei den nächsten Folgen mit bei. Wenn wir hier unsere Basis hoffentlich mal ein bisschen schöner aufbauen. Momentan sieht es ja echt noch aus. Und wir gucken dann auch irgendwann mal in diese schöne Ruine hier rein, was die ganzen Sachen hier zu bedeuten haben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Oxygen Not Included. Bis dann, tschüss, tschüss.